Wir gehen mal davon aus, dass hier oben ein Waffenlager ist. Mit zwei Terroristen und zwei Leuten. So, Männer! Fatiko! Oh. Und Abwurf! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Flatty World. Wir haben ja gestern am Ende vom Stream alle zusammen ordentlich Garry's Mod gehasselt und ich habe dort ein Flugzeug gebaut. Einige haben gefragt, ob ich es hochladen kann. Der Server, den wir gestern hatten, war jetzt nicht optimal. Bei mir hat es da ordentlich geleckt und ich konnte das Flugzeug nicht so einstellen, wie ich wollte und hatte eben auch nicht meine Tools zur Verfügung, die ich eben hier habe, wie ihr hier sehen könnt mit dem Wireframe und so weiter. Und darum dachte ich mir, ich mache euch das geschwind nochmal und lade es dann hoch. Natürlich gibt es hier nicht nur eine einfache Flugzeug-Action, ne, sondern wir werden es auch modifizieren. Ihr könnt jetzt natürlich einfach während des Videos aufpassen, wie ich es baue oder aber es dann einfach runterladen aus meinem Workshop. Ich werde es dann nämlich einfach Nufflode und meinen Workshop hier wieder in der Videobeschreibung verlinken und dann könnt ihr da ran und euch das eben runterladen, das Teil. Wir haben gestern darüber nachgedacht, uns einen Server zu gönnen, also einen Garry's Mod Server, um dann eben auch zusammen mit vernünftigem Ping Dinge bauen zu können und um dann damit auch kämpfen zu können. Was natürlich sehr geil wäre, wenn man alle Sachen nimmt, alle Modi, die es gibt in Garry's Mod, also Trouble in Terrorist Town, der ganze Schotter, wenn man den zusammenfasst, dann ist das alles ungefähr 5% von dem, was man im Baumodus machen kann und darüber hinaus. Ich erinnere mich da an längst vergangene Community-Tage, wo wir sowas von geilen Scheiß gebaut haben. Jeder hat sich ein Lager gebaut und man musste die kaputt schießen mit irgendwas selbstgebautem und so weiter. Also das ist absolut geil. Und solche Sachen machen einfach ultra Fun. So, zack. Jetzt ist alles verweldet. Ich leg's mir schon mal in den Duplicator rein, damit es nicht weg ist, falls ich was kaputt mache. Denn wir wollen damit natürlich Atombomben abwerfen, ist klar. Das ist übrigens der allererste Flugzeugentwurf, den ich jemals gebaut habe, also schon vor Jahren. Natürlich hatte ich da noch nicht diese Möglichkeiten zur Verfügung, die man eben jetzt hier hat. Es gibt da jetzt so viel Schotter, den man machen kann. Ich leg das immer unten auf 0 und toggle es auch direkt. Getugelt. Wisst ihr, dass es halt einfach fliegt, ne, wenn ich drauf drücke, beziehungsweise eben losgeht und ich es nicht gedrückt halten muss. So, kommen wir wieder zurück, mein Freund. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Als nächstes kommt natürlich der Thruster hier unten dran. Da mache ich immer mit 5 ab und mit 8 down. Und dann gehen wir hier direkt mal runter auf 4000. Wisst ihr, es muss gerade so hochkommen. Das ist eigentlich schon zu arg. Gestern habe ich, wie gesagt, eins gebaut und das hat sich fast jedes Mal überschlagen, wenn es gestartet ist, weil ich einfach die Sachen zu stark eingestellt hatte und der Server halt ein bisschen geleckt hat und ich dann eben die Sachen nicht richtig einstellen konnte. So, für links und rechts muss man das eben verkehrt herum machen, ne? Also wenn ich nach links fliegen will, also auf die 4 drücke, dann muss ich, dann muss er so rübergehen, so. Ne? Auf diese Seite muss dann das Teil. Und wenn ich auf 6 drücke, geht es nach rechts. Das heißt, unser Flugzeug kann jetzt schon, ich hock mich einfach mal rein, es kann schon hin und her rutschen und eben abheben und links und rechts fliegen. Aber es kann auch nicht rollen. Es rollt dann von alleine und gerät einfach außer Kontrolle. Es ist schwierig, das jetzt irgendwie im Zaun zu halten. Aber die Landung klappt. Ich merke aber, dass es trotzdem zu stark ist. Ich muss noch runter machen. Übrigens, Leute, viele haben mich gefragt, wie dies und wie das und wie jenes geht. Stellt euch erstens Garry's Mod auf jeden Fall auf Englisch. Denn wenn ich was erkläre, dann erkläre ich es immer am englischen System. Und zweitens, ich verlinke euch hier unten Baututorials, die Wally und ich gemacht haben. Da werden die Basics erklärt. Guckt da auf jeden Fall rein. Ich finde das gesamte Prinzip von Garry's Mod ist einfach der absolute Hammer. Und da kann man sich auch ein bisschen rein informieren. Ja, 500 ist dann der Rollthruster. Guck mal, ihr seht schon, das hebt das Ultra an sogar. Guck mal, wenn ich jetzt damit losfliege, es geht fast noch ein bisschen zu arg. Das heißt, wir gehen hier auf 300, stellen den seitlichen nur auf 1000 und den hoch runter auf 2,8. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Ich mach mal kurz eine Kamera direkt dran, dass ich mit dem Ding so fliegen kann aus der Perspektive hier. Die welde ich auch einfach dran an das Teil. Guck mal, was so abgeht. Ja, ja. Na also, das Ding kann man wirklich sehr, sehr gut steuern. Ich versuche durchzufliegen. Easy. Das war gestern noch eine Sache, die Boys unbedingt sehen wollten, dass ich da durchfliege. So, Duplicator. Also, das Ding ist nochmal abgespeichert. Mit Kamera jetzt wahrscheinlich sogar, oder? Ja. Da würde ich einfach über den Boden rutschen wollen, wie irgendwelche Grasdackel. Brauchen wir natürlich Räder, ist klar. Aber nur ganz kleine Räder. Aha. So. Die sind nicht stark genug, die kleinen Räderchen. Die sind besser. Das Flugzeug ist zwar auch fast durchhängend, aber nicht ganz. Das heißt, wir haben nochmal einen smootheren Start durch die Räder. Das Flugzeug, komm her, komm her, komm her, komm her. Wow, shit. Ja, ja, ja. Natürlich wollen wir jetzt ja auf irgendwas schießen können, ja. Also ich meine, ohne Schießen ist ja langweilig. Daher nehmen wir jetzt ein Turret zur Hand. Ich will das auf Maus 1 schießen. Bullets per Shot, natürlich so viel wie geht. Damage ultra hoch. Bullet Spread ein bisschen anheben. Force, Hardcore, Delay, nichts bitte, dankeschön. Jetzt machen wir hier so ein Turret hin und da drüben. Und wenn ich jetzt auf Linksklick drücke, ballern die wie wahnsinnig. Also auch tödlich. Ich habe dir noch keinen Sound gegeben. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Das klingt gut, oder? Oh. Das heißt, wenn wir jetzt fliegen, können wir halt einfach ultra die Salven feuern. Natürlich auch Ziele abballern, ne? Wir gehen mal davon aus, dass hier oben ein Waffenlager ist. Mit zwei Terroristen und zwei Leuten. Und dieses Lager wollen wir jetzt natürlich angreifen. Jetzt schwingen wir uns in die Lüfte. So, Männer! Fatiko! Oh! Scheiße! Fuck.
Ich war, glaube ich, etwas nah hier am Happening. Da man das Flugzeug mit dem Moonblock fliegt, also mit der rechten Hand wahrscheinlich, und dann nicht an die Maus kommt, habe ich die Waffen einfach auf T gelegt. Wir können sogar senkrecht starten, wenn die Kamera nicht wäre. Boah, das Ding hat halt später hin. Oh, fuck. So, will ich jetzt ein Bömmchen da dran machen? Kann ich es auf eine ultra einfache Art und Weise machen? Ich nehme eine Bombe, irgendwas, egal was. Und mache sie zum Beispiel. Eigentlich ist die ja unterm Flieger, aber wir haben jetzt nicht so fette Schlappen drauf, ihr wisst schon, Reifen. Und kann sie einfach dran welden, also so und so. Dann ist sie schon dran, ne? Das heißt, wenn wir jetzt fliegen, ist die Bombe dran. Natürlich sind die Flugeigenschaften jetzt auch ganz andere. Also, weil die Bombe halt dran ist. Wenn ihr aber irgendwas abwerfen wollt auf die einfachste Art und Weise, müsst ihr wirklich gucken, dass ihr am Schluss weldet. Denn wir machen diesen Weld in der Luft einfach rückgängig. Und dann fällt die Bombe runter. Ich zeige es euch am besten. Der Sitz ist ein bisschen gefährlich. Ich zeige es euch am besten von weiter weg, ja. Und wie ihr seht, folgt die Kamera einfach dem Flugzeug. Natürlich ist alles etwas leicht eingestellt, also... Das ist aber alles gar nicht so tragisch, denn ich habe hier ein Weight-Tool. Wie ihr seht, wiegt das Ding 3000 und ich stelle es einfach auf 1. Und Abwurf. Schnell Flugzeug weg mit dir. War jetzt nicht optimal. Ja, so weit, so gut. Das Flugzeug des Grauens. Wahnsinnsflugzeug. Etwas kryptisch, aber das passt schon. Vehikel, ganz klar. Wunderschöne Beschreibung. Wenn ihr also auf mein Steam-Profil geht und dann rechts auf Workshop-Items klickt, dann findet ihr dieses Flugzeug. Ich würde sagen, das passt ja soweit eigentlich alles. Ne? Wir wissen Bescheid, jeder weiß, wie der Hase läuft. Machen wir noch kurz ein paar. Oh, die wäre besser gewesen fürs Abwerfen. Ne? Naja. Und dann mal einen kleinen, aber feinen Angriff legen hier. Hallo. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hin und her, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr die Sachen haben wollt, dann schaut einfach in meinen Workshop rein. Da ist alles drin. Ich werde das Stück für Stück erweitern. Und wenn euch die Sachen hier ganz gut gefallen, dann auch einfach größere Projekte machen. Und natürlich auch Dinge mit euch zusammen machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Hustelt rein. Ciao, ciao.